Das ist wirklich Berichterstattung auf absolutem DDR-Niveau. Politiker von Bündnis 90 Die Grünen sitzen im Fernsehrat und machen vollkommen transparent, dass sie die Berichterstattung beeinflussen. Es ist die Sendung vom 14.01.2024. Eröffnet wird diese Sendung mit einem besonders wichtigen Thema, dem dänischen Königshaus. Die neue Königsfamilie ist laut Umfragen sehr beliebt. Nun muss sie den großen Erwartungen gerecht werden. Und da denke ich mir natürlich auch, okay, welche Relevanz hat denn dieses Thema? Wen interessiert so etwas überhaupt? Aber selbiges scheint sich auch Jessica Cordoni, wie auch immer, ich nenne sie jetzt einfach Cordoni, zu denken. Sie selbst ist Grünpolitikerin aus Kiel, ist dort der Fraktionsvorstand, Sprecherin für Soziales, Diversität, Ens Käufens und Ens Einkaufskorb, Städtepartnerschaften und Tourismus. Das ist ja alles schön und gut, aber gleichzeitig ist diese Frau tatsächlich Mitglied im NDR-Rundfunkrat. Allein das sollte bei rational denkenden Menschen schon das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen erschüttern. Und der Fakt, dass die CDU in Schleswig-Holstein sie entsendet hat, um Rundfunkrätin zu sein, das Vertrauen in die CDU erschüttern sollte. Aber darüber hinaus würden natürlich Apologeten sagen, Mensch, Clowny, die ist hauptberuflich bei den Grünen und das da macht die halt privat aus der Liebe zur neutralen Berichterstattung und so. Nein, macht sie nicht. Auf Mastodon, der alternativen Plattform zu Twitter, für die Leute, denen Twitter mittlerweile zu meinungsfrei geworden ist, echauffiert sie sich über diese Berichterstattung mit folgenden Worten. Tausende gehen gegen rechts auf die Straße und die Tagesthemen öffnen mit einem Monarchen. Ich habe eben Fragen dazu für den morgigen NDR-Programmausschuss eingereicht. Vor allem auch, weil es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen antifaschistischen Demonstrationen und den Bauernprotesten gibt. Hashtag ÖR, Hashtag Demo gegen rechts. Um das nochmal klarzustellen, wir haben gerade Proteste im ganzen Land, die ein historisches Ausmaß annehmen. Hunderttausende Bauern gehen auf die Straße und diese Dame echauffiert sich darüber, dass die von linken Organisationen wie Fridays for Future, Grünen und SPD und Co. organisierten Demos, bei denen ein Verbot einer demokratischen Partei, der AfD, gefordert wird, nicht als allererstes in angemessener antifaschistischer Länge behandelt werden. Es würde dort ein Ungleichgewicht geben und die Bauernproteste, die können ja nicht irgendwie wichtiger sein als Demos, bei denen die Regierung teilnimmt, in deren Rahmen ein Verbot einer demokratischen Partei gefordert wird. Kurz, die Grüne Partei Bündnis 90 der Grünen beschwert sich darüber, dass Demonstrationen für die Belange der Regierung hinter den Bauernprotesten historischen Ausmaßes, wohlgemerkt gegen die Regierung, zu sehr hinten angestellt werden. Und der grüne Druck scheint sich ausgezahlt zu haben. Die Ausgabe der Tagesthemen vom 16.01. beginnen direkt, wie könnte es auch anders sein, mit einer ausführlichen 10-minütigen Berichterstattung über die Proteste gegen die AfD und für ein Verbotsverfahren. Am vergangenen Wochenende, bundesweit, gestern in Essen, Rostock oder in Leipzig. Oder wie heute Abend hier in der Kölner Innenstadt. Zehntausende gehen in Deutschland auf die Straße und diesmal nicht wegen Agrardiesel, Klimaschutz oder wegen des Krieges in Nahost, sondern wegen der AfD. Natürlich, wie es sich gehört, mit den klassischen NPC-O-Tönen aus der Demo. Es ist doch klar, wir sind hier in der Nazi-Zeit angelandet. Warum ist diese Demonstration so wichtig für Sie? Weil es eine menschenverachtende Politik ist der AfD und die AfD ist ja nicht das Problem. Das Problem sind die Wähler. Einer verharmlost die Zeit des Dritten Reiches, indem er sie mit heute gleichsetzt. Nazi-Zeit. Und der andere sieht das Problem in eurer freien demokratischen Entscheidung. Das Problem sind die Wähler. Und dazu herzerwärmende Impressionchen mit vielen Lichtern und lobende Experteneinordnungen, die sich darüber freuen, dass die Zivilgesellschaft endlich gegen die AfD aufsteht. Dass die Zivilgesellschaft sich zu Wort meldet, das gibt Hoffnung, weil das auch bedeutet, man kümmert sich aktiver, man lässt das nicht einfach laufen. Ja, Demokratie ist nicht wie Stuhlgang, die kann man nicht einfach so laufen lassen. Deswegen diskutiert man auch in dieser Sendung direkt im Anschluss, wie realistisch denn so ein Verbotsverfahren sein kann. Ließe die sich überhaupt noch verbieten? Also juristisch ist sicherlich das Erfordernis der sogenannten Potentialität bei der AfD erfüllt, also die Gefahr, dass sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele dann auch umsetzen kann. Das wäre hier also sicherlich kein Problem. Die Behauptung, es würden verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, muss er natürlich nicht mit Belegen untermauern. Wir sind hier immerhin in den Öffentlich-Rechtlichen, ich bitte euch. Und ich gehe an dieser Stelle mit euch einmal hier die Folge stückweise durch und ihr seht, die Berichterstattung endet erst ungefähr bei 11 Minuten. Das heißt, man hat den Wunsch von Jessica Cordoni so sehr beherzigt, dass man den gesamten ersten Drittel der Sendung mit ihrem Wunschthema AfD-Verbot und Demos gegen die AfD gefüllt hat.
Danach geht es um Donald Trump, dann geht es noch ums World Economic Forum, wo irgendwie Zelensky gerade ein bisschen redet, dann geht es um die Ukraine, dann geht es um den europäischen Erdgaspreis und dann darum, dass man irgendetwas von Kafka vertont hat und man endet mit dem Wetter. Das heißt, die Bauernproteste historischen Ausmaßes mit hunderttausenden Teilnehmern, die schon seit einer Woche laufen, finden in dieser Sendung faktisch gar nicht mehr statt. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Ein Tag später lobt die Grünen-Politikerin Jessica Courdonnier am 17. Januar auf Mastodon eben diese Sendung. Die Hashtag-Tagesthemen haben gestern mit einem langen Beitrag zu den antifaschistischen Protesten, dem AfD-Verbot und der Petition gegen Höcke eröffnet. Gestern hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch im Ausschuss mit dem Chef der Tagesschau. Die Fehleinschätzung über die Bedeutung der Demos wurde bereits Montag aufgearbeitet. Hashtag Demo gegen Rechts. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was das bedeutet. Es bedeutet, unmittelbar nach der direkten Intervention der Grünen Partei reagiert die Redaktion der Tagesschau herrschaftshörig und passt ihr Programm genauso an, wie es die Regierungspartei fordert. Leute, das ist so DDR wie Soljanka. Und ich bitte euch recht herzlich darum, denkt da mal ein bisschen drauf rum. Wie oft wurde die öffentlich-rechtliche Berichterstattung schon durch Intervention von Parteimitgliedern der Regierung so ausgestaltet, wie man es sich selbst für die eigenen Zwecke vorstellt? Ich meine, das hier ist einfach der erste Fall, wo es wirklich transparent kommuniziert wird von einem grünen Parteimitglied. Aber welche Rolle spielten eventuell Parteien der Regierung in der Berichterstattung über die verleugnerischen Groschenroman-Recherchen von Korrektiv, die ich bereits im Detail in einem Video auseinandergenommen habe. Welche Rolle spielte der Einfluss von Parteien bei der Berichterstattung über irgendeine linke Petition, die Höcke ernsthaft die Grundrechte aberkennen möchte? Wehrhafte Demokratie, Höcke stoppen, nennt sich der Aufruf. Das Ziel, dem thüringischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke die Grundrechte entziehen. Was wir auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt wissen, ist, dass der gesamte erste Drittel dieser Sendung nach der Intervention eines grünen Parteimitgliedes so ausgestaltet wurde, wie man sich das vorgestellt hat. Bauernproteste in den Hintergrund, nein, sie finden gar nicht statt in dieser Sendung. Und schön als allererstes Thema, fett 10 Minuten lang eine Berichterstattung über Demonstrationen gegen die AfD mit Stimmen, die über die Wiederkehr der Nazizeit reden. Es ist doch klar, wir sind hier in der Nazizeit angelandet. Vielleicht hat dieser Mann ja in Bezug auf die Gleichschaltung der Medien sogar zu einem gewissen kleinen Teil damit recht. Dabei war die öffentlich-rechtliche Berichterstattung über die drei verschiedenen Arten der Demonstrationen in Deutschland in der Sendung, die Jessica Courdonnier kritisiert hat, eigentlich schon einseitig genug, sodass es den Grünen eigentlich gefallen sollte. Diskussionen gibt es darüber, woher die Wut und Radikalität mancher Bürger kommt. Eröffnet wird die Berichterstattung über die Bauernproteste direkt mit Wut und Radikalität der Bürger. Direkt wird negative Stimmung gemacht. Ist ja auch klar, wenn man regierungshöriger, öffentlich-rechtlicher ist, dann muss man das negativ framen, wenn Leute gegen die Regierung demonstrieren. Und es sind nicht nur Buhrufe, mit denen die Politik konfrontiert ist. So mancher Demonstrant wünscht der Regierung sogar den Tod. Hier wird die Verbildlichung der suizidalen Ampelpolitik durch die Darstellung einer Ampel am Galgen als Insinuierung dessen verkauft, man würde der Regierung buchstäblich den Tod wünschen. Was für ein krankes Framing ist das denn? Hat das irgendjemand gesagt? Könnt ihr irgendein direktes Zitat davon einfügen? Nein, könnt ihr nicht. Ihr könnt uns ein Bild zeigen von einem provokanten Aufbau hinten auf einem Auto, was zu einer Demo fährt. Hier hätte man auch einfach mal die Bauern fragen können, was sie damit ausdrücken wollen, wie zum Beispiel Bauer Wilke, der in einem Interview zu seinem Ampelaufbau Folgendes gesagt hat. Er zum Beispiel sagt, unsere Aussage ist, dass die Ampel für uns den Tod bedeutet, nicht andersherum. Zwar hätte er sich selbst als Strohpuppe aufhängen können, das aber wäre doch ein deutlich makaberer Anblick gewesen. Widerlich sind also nicht wir, widerlich ist, wie diese Regierung unseren Bauernstand kaputt macht. Aber für die Öffentlich-Rechtlichen ist klar, so mancher Demonstrant wünscht der Regierung sogar den Tod. Sie unterstellen komplett friedlichen Demonstranten irgendwelche Tötungsfantasien, bar jedes Beleges, während sie selbst Petitionen bewerben, die Höcke die Grundrechte nehmen wollen. Eine aufgebrachte Menge hinderte Vizekanzler Habeck Anfang Januar am Verlassen einer Fähre nach seinem Familienurlaub. Und dann bringen sie noch die Sache mit der Fähre, bei der die Polizei selbst nicht von Gewalt reden möchte und der NDR selbst einräumen musste, es gab keinen Stürmungsversuch. Berichte unmittelbar nach dem Ereignis am 4. Januar hatten über einen Erstürmungsversuch durch einen wütenden Mob gesprochen. Ja, zum Beispiel ihr, die Öffentlich-Rechtlichen. Einige Bauern versuchen, die Fähre zu stürmen. Teilnehmer der Blockade bestreiten im Interview mit dem NDR einen solchen Vorgang. Auch die Polizei bewertet dem NDR gegenüber den Vorgang im Moment des Ablegens als eine Folge des Drucks aus der Menschenmenge. Hier wollte keiner
irgendetwas stürmen, aber ihr müsst uns trotzdem die Bilder zeigen, weil diese mediale Lüge nur auf irgendeiner Seite des NDRs aufgeklärt wird, es aber nie eine Aufklärung in der Tagesschau gegeben hat. Für die drei Sätze ist die Zeit dann nämlich leider nicht da. Dafür reicht eure GEZ nicht. Ne. Dazu präsentiert man uns dann einen Konfliktforscher, der die Akzeptanz von Gewalt und Verrohung innerhalb der Bevölkerung verordnet haben möchte, nachdem das Einzige, was sie für die Gewalt und Verrohung der Bauernproteste haben, gar nichts ist. Aus Sicht des Konfliktforschers hat sich in der Gesellschaft bereits etwas verschoben. In bürgerlichen Schichten nehmen die Akzeptanz und Verharmlosung von Gewalt zu. In der Mitte der Gesellschaft nistet sich so eine neue Haltung ein, ich setze jetzt meine politischen Interessen durch und Wut und Hass sind ein Ausdruck des Widerstandes. Und man redet bei den Bauern nicht nur über Wut, sondern über Hass. Und Wut und Hass sind... Mit diesen Worten wird die Berichterstattung über die friedlichen Bauernproteste abgeschlossen, um danach zu der Demo gegen die AfD zu kommen. In mehreren Städten sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Laut Oberbürgermeister Schubert versammelten sich zu der Kundgebung 10.000 Teilnehmer, darunter auch Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Und das war's! Das war alles! Bauernproteste, oh Galgen, oh sie wünschen den Leuten den Tod, oh Störungsversuch auf die Fähre, oh die Fähre, Habeck konnte nicht aus dem Urlaub nach Hause. Und hier eine Demonstration für ein Verbot einer demokratischen Partei, eine Demonstration, in deren Rahmen das Aberkennen der Grundrechte von Höcke gefordert wird. Keinerlei Einordnung, keinerlei Bewertung, einfach nur eine neutrale Wiedergabe der Ereignisse, ohne die Erwähnung, dass man die AfD im Rahmen dieser Demos verbieten möchte. Tja. Dass das ein bisschen zu kurz war, darüber hatte sich ja dann Jessica Cordonnier beschwert und dementsprechend nochmal schön ihre Sendung so ausgestaltet bekommen, ein paar Tage später, wie ich euch das zum Anfang dieses Videos erklärt habe. Danach kommt aber der wahrscheinlich skandalöseste Teil in der Berichterstattung, und zwar über die Demonstration zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, den beiden Kommunistenanführern, in dessen Rahmen 21 Polizisten verletzt worden sind, mehrere Demonstranten auf Polizisten losgegangen sind, mit Holzlatten und Metall diese Angriffen, einige von ihnen nach schweren Schlägen ihren Dienst beenden mussten und einem der Polizisten der Helm abgetreten wurde und es danach mit seinem Kopf weiterging. Und als wäre das nicht schon genug, da hat sich dann auch noch ein pro-palästinensischer Demonstrationszug gebildet, aus dem Teilnehmer mehrfach strafbare Parolen skandiert haben und einer der Redner festgenommen werden musste. Und was glaubt ihr, wie viele von den Informationen, die ich euch gerade mitgeteilt habe, finden ihren Weg in die Berichterstattung der Tagesschau, die vorher richtig schön über die Bauernproteste abgeledert haben. Nach Polizeiangaben wurden die Beamten aus der Menge heraus angegriffen. 21 Polizisten seien verletzt worden, 16 Demonstrierende wurden festgenommen. Das war alles. Kein Bildmaterial. Davon gibt es genug auf Twitter. Glaubt es mir, meine lieben Freunde. Die Bilder der Eskalation sind da. Sie zeigen eindeutig, von wem die Gewalt ausgeht. Keine Erwähnung der Eisenstangen. Keine Erwähnung vom Eintreten auf einem am Boden liegenden Polizist auf seinen Kopf. Nein. Noch keinerlei Erwähnung von den strafbaren Parolen, die von den pro-palästinensischen Demonstranten gegrölt worden sind, die auch an dieser Demo teilgenommen haben. Nochmal, um euch das ins Gedächtnis zu rufen. Über die Bauernproteste haben sie gar nichts, außer eine provokante Darstellung der Ampel am Galgen, die sie dann ohne jeden Beleg mit der Behauptung versehen, einige würden der Ampel den Tod wünschen. So mancher Demonstrant wünscht der Regierung sogar den Tod. Hier haben sie Angriffe auf die Polizeibeamten unter Verwendung von Metallstangen und Holzlatten, das weiter Angreifen eines Beamten, der bereits ohne Helm am Boden liegt, mit einer Fokussierung des Angriffes auf seinen Kopf und dazu noch pro-palästinensische Demonstranten, die strafbare Parolen skandieren. Weder Metallstangen, Holzlatten noch das Eintreten auf den Beamten und das Skandieren von strafbaren Parolen werden in dieser Berichterstattung in irgendeiner Art und Weise erwähnt. Nein, wir machen mit dem friedlichen Teil weiter, bei dem die Leute in Liebe Art und Weise Blumen auf dem Grab niederlegen. Zuvor hatten zahlreiche Menschen auf dem Friedhof im Stadtteil Friedrichsfelde Blumen an der Gedenkstätte der Sozialisten niedergelegt. Leute, das ist so verlogen, dass mir dafür die Worte fehlen. Hätten sie nur eine vergleichbare Vorgehensweise der Bauern bei ihren Protesten, irgendein Angriff auf Polizeibeamten unter Verwendung von Metallstangen oder Holzlatten, irgendwelche strafrechtlich relevanten Parolen, sie hätten es in der Berichterstattung über die Bauern erwähnt, und zwar bis zum Erbrechen. Aber hier spielt das keine Rolle, denn die Demo war ja links. Und ich würde sagen, das muss uns an dieser
dieser Stelle reichen. Wir haben heute gelernt, wie grüne Parteimitglieder direkten Einfluss auf die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien nehmen, dies offen und ehrlich dann auch noch in Social Media bekennen, Proteste gegen die Regierung als gewaltsam und staatsfeindlich hochstilisiert werden. So mancher Demonstrant wünscht der Regierung sogar den Tod. Während schlimmste Gewalt und das Skandieren von strafrechtlich relevanten Parolen insoweit verschwiegen werden, als dass man die Parolen gar nicht erwähnt und die Art und Weise, wie diese Gewalt ausgeübt worden ist im Rahmen dieser linken Demonstration, nicht so detailreich beschreibt, wie man es mit hundertprozentiger Sicherheit gemacht hätte, wären solche Taten aus den Bauernprotesten hervorgegangen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, seid so lieb, lasst hier ein Abo und ein Like da, folgt mir bei Telegram, kauft mein Merch bei unwoked.de, Links sind in der Beschreibung. Die Verlogenheit der Öffentlich-Rechtlichen aufzuzeigen und darüber aufzuklären, schadet nie und f*** PC.